Der Zubehörhersteller Logitech hat sein Sortiment rund um den Mac deutlich erweitert. Gemeint sind Tastaturen und Mäuse. Und freundlicherweise durfte ich die ganzen Neuerscheinungen schon einmal vorab in Augenschein nehmen und habe sie natürlich für euch ausgiebig getestet. Es sind einige alte Bekannte darunter. Also mit alt meine ich jetzt nicht ewig alt, aber schon Produkte, die ihr in einer allgemeinen Fassung vielleicht schon gesehen habt, die jetzt allerdings speziell für den Mac angepasst wurden. Was heißt das? Nun, auf Nachfrage sagt Logitech, dass die Anpassung für den Mac bedeutet, dass zum Beispiel eine spezielle Firmware da drauf ist, dass, und das kann man natürlich sehen, Funktionstasten gerade auf den Tastaturen da sind, die speziell für die Mac-Bedürfnisse da sind. Also ihr könnt natürlich auch die generellen Tastaturen einsetzen. Das ist manchmal sinnvoll, wenn man switcht zwischen einem Windows-Computer und einem Mac. Aber wenn ihr gerade im Apple-Ecosystem unterwegs seid, und dabei ist es gleich, ob das jetzt der Mac ist oder ob ihr zum Beispiel auch euer iPad oder euer iPhone damit steuert, dann ist es natürlich nützlich, die entsprechenden Apple-Tasten zu haben. Und das ist ja gerade der Charme der ganzen Geschichte, dass ihr mit diesen Tastaturen und Mäusen in der Regel eben auch auf mehreren Apple-Geräten unterwegs sein könnt. Dazu kommen wir aber gleich im Detail noch. Schauen wir uns einfach mal an, was da jetzt neu gekommen ist. Als erstes schauen wir uns mal das Flaggschiff an. Das ist die MX Master 3S. Ja, MX Master 3 kennen wir ja schon, habe ich hier in einem Video auch schon mal vorgestellt. Das ist dieses gute Stück hier, das in Schwarz in Würde gealtert ist. Was unterscheidet das? Die MX Master 3 hat ein sehr signifikantes Klicken. Und die MX Master 3S, die hört man so gut wie gar nicht. Und das ist wirklich eine super Sache. Ihr kennt das, Livestreams, Videokonferenzen. Es gibt nichts Nervtötenderes, als wenn es so ständig so laut klackt. Das ist wesentlich dezenter. Dabei ist es allerdings nicht geblieben. Es ist auch so, dass Logitech bei der Gelegenheit auch gleich den Sensor noch etwas verfeinert hat. Der kann jetzt bis zu 8000 dpi. Das ist vor allem interessant, wenn ihr sehr feine Anwendungen habt und vor allem, wenn ihr sehr hochauflösende Displays benutzt, weil ihr dort jetzt einfach viel filigraner mit dieser Maus dann vorgehen könnt. Ansonsten das gewohnte Look and Feel. Sie ist sehr griffig, hat eine gute Haptik. Eure Hand liegt halt dann sehr gut auf. Und sie hat eben auch jede Menge Tasten. Als da wären halt die beiden Tasten hier. Dann haben wir das Scrollrad, was sich dann mit der Wahltaste auch dann leicht noch in so einen flüssigeren Modus versetzen lässt. Wir haben an der Seite zwei Tasten, die wir auch belegen können. Da können wir zum Beispiel kopieren und einfügen drauflegen. Vor und zurück, das kann man in den Einstellungen machen. Und hier versteckt sich auch noch eine Taste drin, die, wenn man sie drückt und man die Maus dabei bewegt, man verschiedene Modi aufrufen kann. Zum Beispiel Mission Control oder was auch immer. Das ist allerdings relativ fix. Und ich muss sagen, nach wie vor oder in der Praxis habe ich eigentlich diesen Modus selten genutzt, weil ich muss sagen, ich vergesse es einfach immer wieder. Es gibt zwei Farben. Einerseits diese helle Variante und dann eben der damaligen Farbvariante dunkel ähnelnd. Wenn ihr diese Maus auf mehreren Computern oder Geräten, eben auch ein iPad, nutzen wollt, dann habt ihr hier auch entsprechend einen Umschalter, mit dem ihr da wechseln könnt zwischen drei verschiedenen Geräten. Grundsätzlich ganz praktisch. Ich muss allerdings sagen, ich als jemand, der viel dann die Geräte wechselt, würde tatsächlich es bevorzugen, wenn man auch eine Möglichkeit hätte, diesen Schalter oben zu haben, beziehungsweise zumindest per Software das Ganze nutzen könnte. Denn dieses Umdrehen ist auf Dauer dann doch manchmal ein bisschen nervig. Aber gut, das ist ein absolutes Luxusproblem. Toll auf jeden Fall, dass man drei Geräte damit ansteuern kann. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Logitech Flow der Software von einem Computer, also einem Mac, auf den anderen zu gehen. Das Feature kennen wir ja mittlerweile auch aus macOS. Da funktioniert es allerdings auch ein bisschen zuverlässiger, muss ich sagen, als bei Logitech Flow. Hat manchmal so seine Probleme. Ich weiß nicht, ob es an meiner Konfiguration hier liegt, aber grundsätzlich halt auch eine sehr nützliche Geschichte. Wenn ihr die Maus aufladen wollt, dann geht das vorne. Dort ist ein USB-C-Anschluss und mit diesem USB-C-Anschluss könnt ihr dann einfach ein Kabel dran machen. Das ist dann auch so ideal angeschlossen, als wenn es ein Mauskabel ist. Nicht so wie bei Apple, wo man dann die Maus auf den Kopf legen muss oder so, was sehr unpraktisch ist, sondern das ist halt schlau mitgedacht. Apropos Batterielaufzeit, 70 Tage, sagt Logitech, hält die Maus durch. Das deckt sich auch in etwa mit meinen Erfahrungen, die ich mit der MX Master 3 gesammelt habe. Also das hält einfach auch gefühlt ewig. Ich habe jetzt nicht da die Stoppuhr mitlaufen lassen, aber es kam mir halt in den letzten
ein, zwei Jahren, wo ich sie schon nutze, nicht wirklich sehr häufig vor, dass ich dann da aufladen musste. Jetzt wird es laut, denn wir sprechen über die MX Mechanical for Mac. Ja, eine mechanische Tastatur ist ja momentan total im Trend. Das Motto lautet, once you go clack, you never go back. Mich erinnert das ein bisschen an meine Anfangszeiten beim Computer, denn damals hatten wir gar keine anderen Tastaturen. Dann kamen die Notebook-Tastaturen, es wurde immer dünner, immer leiser. Wir erinnern uns an das Debakel mit der Butterfly-Tastatur, die dann so ihre Probleme hatte. Und jetzt darf es wieder laut sein bei den Tastaturen. Muss einem gefallen. Wir haben gerade gesprochen, es ist schön bei der Maus, dass das Klicken weg ist. Jetzt holen wir uns das Klicken an anderer Seite wieder herbei. Aber es fühlt sich halt einfach auch geil an, auf diesen Tasten dann zu arbeiten. Also, wenn es nicht drauf ankommt, auf die Lautstärke, ist das wirklich super. Sie ist sehr kompakt, was ich auch sehr nice finde. Man kann sie auch zum Beispiel ja eben mit einem Tablet zusammen gut verwenden, so als Gegenentwurf zu den Tastaturen, die dort ja auch sind. Apples Tastaturen haben ja sehr niedrige Tasten. Und es gibt zwei Farben, Space Gray und Pale Gray. Pale Gray, okay, wir nannten es früher Computergrau, heute heißt das dann halt Pale Gray. Klingt natürlich dann auch sehr dufte. Die Funktionstasten oben sind sinnvoll belegt. Also wir haben dort die Möglichkeit, zum Beispiel Bildschirmfotos zu machen. Wir können die Lautstärke einstellen, die Emojis sind schnell zur Stelle und natürlich dann Funktionen, um die Helligkeit einzustellen. Hier ist noch eine Taste, um relativ schnell den Fokus-Mode nicht stören zu aktivieren, was natürlich im Arbeitsalltag ja auch ganz praktisch ist. Es gibt hier auch drei Tasten für den Wahlschalter, dass ich zwischen verschiedenen Geräten switchen kann. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal die Tastatur neu anlernen. Ich kann drei Geräte aus meinem Apple- oder PC-Fuhrpark, Gerätepark, dann da fest mit verbinden und kann per Tastendruck zwischen den hin und her switchen. Das Ganze hat auch noch eine Hintergrundbeleuchtung, die Tasten leuchten und da gibt es auch einige witzige Effekte, die man einstellen kann. Allerdings geht das alles sehr zulasten der Akkulaufzeit, denn wir können ohne die Taste, ohne die Beleuchtung 10 Monate das Ganze genießen. Wenn wir allerdings dann das Licht einschalten, sind es maximal 15 Tage. Also das zeigt schon krass, wie der Unterschied ist, wenn man das Licht benutzt. Aber ich möchte es nicht missen, gerade wenn man jetzt in der dunklen Jahreszeit dann eben drauf rumtippt, sieht es irgendwie auch schick aus, wenn man so ein bisschen angeleuchtet wird. Bei dem nächsten Gerät, was ich euch zeigen möchte, musste ich tatsächlich meine Meinung, mein Vorurteil, was ich hatte, so ein bisschen revidieren. Ich habe ja erst gedacht, oh je, was ist das denn hier für eine Opa-Maus? Nämlich die Lift for Mac. Ja, das ist eine vertikale Maus. Und eine vertikale Maus zeichnet sich dadurch aus, dass sie besonders ergonomisch ist. Also wirklich ein Handschmeichler, wenn man die Hand da drauf legt. Ja, ihr seht schon, das ist halt doch deutlich besser als diese typische Haltung, die man bei anderen Mäusen hat. Ich sage jetzt nur die Magic Mouse von Apple, wo man sehr flach drauf liegt. Die ist zwar super intuitiv, was jetzt dieses Thema angeht, dass man das auch als eine Art Trackpad benutzen kann, aber es ist halt für die Hand, gerade wenn man einen langen Arbeitstag hat, doch sehr anstrengend. Bei der Lift ist das anders. Einziges Problem, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich die Hand höher mache, wenn ich darüber, weil sonst komme ich immer dagegen. Ist allerdings eine reine Gewöhnungsfrage. Was ich nicht so toll finde, ist, dass sie eine Batterie hat. Die findet ihr hier unten, wenn man das hier so aufklappt. Da ist aber glücklicherweise eine Doppel-A-Batterie drin, allerdings kein Akku. Aber es gibt ja Schlimmeres. Ihr habt ja auch einen Wahlschalter. Ihr könnt sie mit, wie die anderen Geräte, mit drei verschiedenen Geräten verbinden. Und ihr könnt sie ausschalten, was natürlich mit Blick auf die Batterie auch ganz nützlich ist. Wir haben vier Tasten. Hier zwei links und hier zwei rechts. Außerdem haben wir ein Scrollrad und hier haben wir noch einen Auflösungsschalter. Und ich muss sagen, dass man sich daran gewöhnt, dass die Tasten an der Seite und nicht oben drauf sind, das ging tatsächlich alles sehr einfach und sehr schnell. Also dieses Gerät wirkt wirklich total durchdacht und ist nicht nur handschmeichelnd, sondern auch wirklich gut zu benutzen. Das geht sehr schnell in Fleisch und Blut über. Und ich muss gestehen, ich liebe ja die MX Master und die 3S ja erst recht, aber die liegt so gut in der Hand, dass ich sehr versucht bin, tatsächlich häufig auch mal die Lift zu benutzen, im Gegensatz zur MX Master, obwohl die ja eigentlich ja die Profimaus ist. Beim nächsten Gerät muss ich erstmal so ein bisschen schlucken, nämlich die K380 for Mac. Ja, Farbton Blueberry, den finde ich ja eigentlich noch ganz ansehnlich und schick, aber die runden Tasten fand ich jetzt doch anfangs recht gewöhnungsbedürftig, so ein bisschen Bonbon-Tastatur.
Aber es täuscht. Es fühlt sich nicht so an, wie es aussieht, sondern der Druckpunkt ist ziemlich gut. Also man merkt einfach, Logitech, die verstehen was von ihrem Business. Und dementsprechend kann man mit dieser Tastatur wirklich ganz fein schreiben auch. Das geht sehr gut. Sie ist, ja, sie sieht leichter aus, als sie ist, aber sie ist dennoch halt recht mobil. Man kann sie sehr gut eben dann mit auf Reisen nehmen. Auch gerade mit in der Kombination mit einem Tablet oder Smartphone ist sie halt wirklich nett. Sie hat leider keine Stützen, das heißt, wir müssen in dieser Konfiguration arbeiten und können sie nicht irgendwie so ein bisschen aufständern. Es gibt auch einen Switcher, also wir können auch hier drei Geräte dynamisch wählen, mit denen wir dann arbeiten können. Ja, was ist noch zu ihr zu sagen? Logitech selber sagt, für Schreibtischnomaden, also sie ist wirklich so eine Tastatur, die halt für den sehr mobilen Nutzer gedacht ist. Und das würde ich auch durchaus unterstützen. Kostet etwas mehr als 50 Euro, ein Preis, der sehr angemessen ist. Ja, und schlussendlich müssen wir noch über dieses Ding hier reden, das sich wunderbar farblich ergänzt zur K380. Wir reden hier von über die Pebble Maus M350, die tatsächlich sehr klapprig aussieht auf den ersten Anschein, aber auch besser ist als ihr Aussehen. Also sie ist natürlich jetzt von der, wir haben vorhin über ergonomische Mäuse gesprochen und die MX Master ist schon gut, die Lift ist sehr gut. Das hier ist natürlich genau dieses Flache, was ich vorhin meinte. Aber diese Maus ist auch eigentlich nicht, glaube ich, dafür gedacht für den Heavy-User, der immer an der gleichen Stelle arbeitet. Sondern das ist wirklich eine ultramobile Maus, die tatsächlich auch sehr leicht ist und halt prima für Reisen, für den mobilen Einsatz geeignet ist. Schnell rausgeholt. Hier haben wir An- und Ausschalter. Es gibt keine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Geräten. Die ist wirklich dann hier festgelegt. Was es allerdings gibt, und das ist schon ganz interessant, dass man eine Maus oben aufmacht. Wir haben hier einen USB-Stecker, wenn man nicht per Bluetooth dann da kommunizieren kann. Sehr nützlich. Und die Doppel-A-Batterie zum Antrieb. So, klack, man hört schon so ein bisschen so, wie es sich auch anfühlt, beziehungsweise der Druckpunkt ist eigentlich ziemlich weich dafür, dass es so plastikmäßig aussieht und klackerig ist. Also eine nette Maus, wenn man sie verwenden möchte, um eben auf Reisen zu sein, mobil zu sein. Ja, das sind die neuen Logitech-Produkte für den Mac. Ihr seht, dass das Label für Mac schon auch natürlich auch ein Marketingthema ist. Also wir sehen Geräte, die denen, die für alle Geräte gedacht sind, ziemlich ähnlich sind, teilweise angepasst. Bei den Mäusen ist es ja so, da sind die Anpassungen jetzt nicht so gewaltig. Aber ist egal, also jenseits des Marketings, es sind einfach sehr gute Zubehörprodukte. Und mir machen sie große Freude. Ja, jetzt muss ich mir nur noch entscheiden, ob ich die MX Master immer einsetze oder die Lift oder beides. Viel zu viele Mäuse auf dem Tisch. Ja, wie seht ihr das? Nutzt ihr lieber die Standard-Apple-Geräte? Habt ihr schon mal die Logitech-Geräte ausprobiert? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich wie immer über eure Zuschriften. Gebt ein Like und wenn euch das Video gefällt, Abos gerne abschließen, um kein Video zu verpassen. Ich sage bis dann. Tschüss von der Nordsee.